Es ist Samstagmittag. Es ist 12 Uhr. Zeit für High Noon. Von und mit den hildesheimlichen Autoren. Mein Name ist Jens Volling. Ich bin redaktionell verantwortlich für den Inhalt der folgenden Sendung. Ich wünsche viel Vergnügen. So, es ist mal wieder soweit. Eine neue Folge High Noon. Heute mit dabei Peter Herelt. Er hat uns seinen neuen Roman, einen Thriller, mitgebracht. Hallo Peter. Ja, hallo Jens. Schön wieder hier zu sein. Jawohl, wir freuen uns auch. Peter, dein neuer Roman. Wie heißt der und worum geht's? Der neue Roman heißt Hashtag eine Nachricht für dich. Und es geht darum, es gibt eine Protagonistin, die heißt Pia Beck, die ist frisch von der Polizeiakademie, eckt gleich bei ihren neuen Diensten in Hamburg an und wird dann mit dem Rechtsmediziner Dr. Rudolf zu einem Mordfall an die Küste gelobt quasi, also geschickt. Ein weiterer Toter mit den gleichen Merkmalen wird in Hannover entdeckt. So, und daraufhin vermutet man eine Mordserie. Pia und Rudolf unterstützen die angesetzte Mordkommission in Hannover. Zuerst ist zwar kein klares Motiv ersichtlich und da die ersten beiden Opfer im rechten Umfeld agierten, wird sowohl im rechten als auch im linken Milieu ermittelt. Aber das eigentliche Motiv, das wird erst deutlich im ersten Lesungsabschnitt, den wir jetzt, denke ich, hören werden. Kevin Schwarz war auf dem Weg vom Fitnessstudio nach Hause gewesen, als er spurlos verschwand. Beim Losgehen hat er seiner Mutter noch eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Seitdem er das tat, stand das Essen schon auf dem Tisch, wenn er kam. Bis nach Hause war es einen guten Kilometer. Es regnete, deshalb war er schneller unterwegs als sonst. Er musste nur den Lister Kirchweg entlang, dann über die große Kreuzung an der Podby. Schon war er da. Tausendmal der gleiche Weg, immer zu Fuß, nie war etwas passiert. Bis heute. Alles schaukelte, dazu ein irres, hohes Pfeifen. Sturm? Es war eiskalt, frostige Regentropfen, die auf seine nackte Haut fielen. Er wollte die Augen öffnen, nur es gelang ihm nicht. Das muss ein Traum sein. Ein Albtraum, einer von der Sorte, aus dem es kein Entkommen gab. Warum sollte er sonst die Augen nicht öffnen können? Erkennt man im Traum, dass man träumt? Was zum Teufel ist bloß los? Versuch dich zu erinnern. Er war auf dem Weg nach Hause. Eine Frau auf der Straße bat um Feuer. Dann ein Blackout. Aus, schwarzes Loch. Zwei Hände umfassten seine Arme, knapp unterhalb der Achse. Warm, schmal und dennoch kräftig. Sie hoben ihn hoch. Beine wie Gummi. Er versuchte etwas zu sagen, aber die Zunge wollte nicht. Es reichte bestenfalls zu einem Lallen. Trotzdem, die Bewegung mobilisierte ihn, er bekam die Augen auf. Im nächsten Moment war er hellwach. Die Zunge, immer noch schwer wie Blei. Hilfesuchend schaute er zu der Gestalt, die ihm gerade die Hände zusammenband. War das die Frau? War es überhaupt eine Frau? Bitte! Halt's Maul! Der Schlag ins Gesicht macht ihn endgültig wach. Er schaut an sich herunter. Seine nackten Beine knieten in einem winzigen Gummiboot. Die Enden des Seils, mit dem seine Hände gefesselt wurden, verschnürte die Gestalt gerade mit den Paddelösen. Bis auf die Unterhose war er nackt. Es war Nacht. Ein Sturm peitschte und ließ das Boot, in dem er hockte, über die Planken eines größeren Schiffes rutschen. Ringsumher nichts als Wellen, die sich meterhoch auftürmten. Es war eiskalt, bis auf das warme Rinnsal, das seine Beine hinablief. Ein Stoß ließ das Schiff erzittern. Ein Moment schaukelte es auf der Gischt wie ein Korken. Was für ein Unwetter! Wir werden kentern, aber warum zum Teufel? Kevins Fingerspitzen waren taub, ob nun wegen der Fessel oder der Kälte. Dafür konnte er wieder seine Zunge bewegen. Was auch immer ihn ausgenockt hatte,
Anscheinend ließ die Wirkung davon nach. Sie müssen mich mit jemandem verwechseln. Ich kenne Sie doch gar nicht. Noch undeutlich und leise. Die Gestalt schien ihn nicht gehört zu haben. Sie verhakte das Boot an einen Kran, hob es dann mit einer Winde an. Er holte tief Luft und versuchte es noch einmal. Jetzt deutlich lauter. Niemand könnte das überhören, selbst bei dem Windgeheul nicht. Die Gestalt hörte auf zu kurbeln. Wie heißt du? Kevin atmete auf. Jetzt würde sich alles aufklären. Er konnte ja nicht gemeint sein. Er war zwar schon mit einigen schrägen Typen aneinander geraten, aber kein Streit hätte diesen Irrsinn gerechtfertigt. Kevin Schwarz, in der Jackentasche ist mein Ausweis, antwortete er beruhigt, dass ihm endlich zugehört wurde. Na, Glück gehabt, sagte die Gestalt. Gott sei Dank. Kevin war erleichtert. Genau dich wollte ich haben. Wie ein Schlag in den Magen mit dem Vorschlaghammer. Wenn er nur wüsste, wer das war. Das Gesicht konnte er in der Dunkelheit nicht erkennen. Nur eine Silhouette im Ölmantel und Kapuze. Auch mit der Stimme konnte er nichts anfangen. Ziemlich hoch, aber das konnte am Schrein liegen, wegen des Sturms. Das Schlauchboot war jetzt auf Höhe der Bordwand, schaukelte im Wind wie eine Glocke. Kevin wurde übel. Er war kurz davor, seinen Proteindrink auszuspucken. Sagen Sie doch, was Sie von mir wollen. Vielleicht Geld? Ich habe nicht viel, aber meine Mutter könnte schon... Der Regen trommelte auf ihn ein, jeder Tropfen hart wie Hagel. Wasser peitschte ihm ins Gesicht. Es war salzig. Verdammt nochmal, reden Sie mit mir! Wieder eine Welle, die das Schiff in Schlingern brachte. Das Schlauchboot schwang an den Seilen über die Reling. Unter sich konnte Kevin das Meer sehen, pechschwarz, nur unterbrochen von Linien weißer Gischt, brodelnd, als ob es kochte. Mit einem metallischen Klacken schwang der Ausleger des Krans über die Bordwand. Für einen Moment setzte Kevins Puls aus. Nein, bitte nicht! Was habe ich denn? Lass sie doch ersaufen, die verdammten Flüchtlinge. Kein Deutscher will sie hier haben. Was? Kevin wurde schwindelig. Das hast du doch kürzlich geschrieben in einem Internetpost, nicht wahr? Ja, aber... Nichts aber! Gute Reise, Arschloch! Die Gestalt zog an einen Hebel. Das Boot löste sich vom Haken und stürzte aus 2 Metern Höhe in die Tiefe. Eine Fontäne schloss sich über Kevin. Das Wasser, obwohl eisig kalt, brannte auf seiner Haut wie Feuer. Sein Schrei wurde von der nächsten Welle erstickt. Aus. Vorbei. Kein böser Scherz. Wieder schoss eine Welle ins Boot, tauchte ihn unter. Seine Muskeln kontrahierten, der ganze Körper ein einziger Krampf. Sollte er ins Wasser fallen, würde er keinen einzigen Schwimmzug hinbekommen. Aber er war ja ohnehin gefesselt. Die Lichter des Schiffes entfernten sich, schien nur noch diffus durch den Regenschleier. Überall Wellen, die sich bedrohlich um ihn auftürmten. Im schwarzen Himmel zuckten Blitze. Wie das Bild in Opas Stube. Ein Schiff auf hoher See, die Segel zerfetzt, hilflos den Sturm ausgeliefert. Kevin hatte damals von dem alten Schinken Albträume bekommen. Jetzt war er das Boot und um ihn herum die schwarze Hölle. Sein Albtraum hatte ihn eingeholt. Er hatte das nicht verdient. Kein Mensch hatte das verdient. Lass sie doch ersaufen, die verdammten Flüchtlinge. Kein Deutscher will sie hier haben. Sein letzter Tweet. Das waren doch nur Worte. Nie hätte er sie eigenhändig. Einen Moment später kippte das Boot und er tauchte kopfüber ins Meer, fixiert durch die Verschnürung. Das eisige Wasser ließ sein Herz stillstehen, noch bevor ihm die Luft ausging. So trieben er und das Boot auf den Wellen, die Unterseite oben auf und sein Kopf dem Meeresboden zugewandt. Die See hatte sich beruhigt. Am Horizont kündigte ein heller Streifen den anbrechenden Tag an. Ein Schiffshaken tauchte neben dem Schlauchboot ins Wasser.
Darauf bedacht, mit den spitzen Dornen nicht das Gummi aufzuschlitzen, zog die Gestalt das Boot vorsichtig zum Schiff herüber. Es gab noch etwas zu erledigen, um die Bestrafung abzuschließen. Fast hatte sie die Hoffnung aufgegeben, das Boot noch wiederzufinden. Nur dem orangeroten Boden und der inzwischen spiegelglatten See war die gerade noch rechtzeitige Entdeckung zu verdanken. Hätte sie ihn nur schon vorher getan, den finalen Schritt. Sie könnte schon lange im Bett liegen und sich von den Strapazen erholen. Nur, dann wäre er noch am Leben gewesen. Ihr grauste schon bei einem Toten davor. Bei einem lebendigen Menschen war es für sie völlig undenkbar. Noch. Sie musste kaltblütiger werden, denn es gab noch viel zu tun. Skrupel konnte sie sich keine leisten. Die Sonne ging auf. Jetzt musste es fix gehen. Das Boot war schnell am Ausleger vertäut und mit der Winde nach oben gezogen. Der Tote, immer noch fest verschnürt, hing herunter wie die Nachgeburt aus einer keimenden Kuh. Sie holte den Bolzenschneider unter einer Plane hervor, atmete tief durch und begann dann mit der rechten Hand. Man brauchte keine Kraft dafür. Die Klingen gingen wie durch Butter. Das gleiche dann bei der linken. Beim 10. Mal, endlich fertig, konnte sie es nicht mehr zurückhalten. Ein Schwall Erbrochenes folgte dem, was sie abgetrennt hatte, auf dem Weg zum Meeresboden. Kein Problem auf hoher See. Ein Land wäre es jedoch fatal gewesen. Wie eine Visitenkarte. Auch das durfte zukünftig nicht mehr geschehen. Trotzdem, für den Anfang war es gar nicht schlecht gelaufen. So, es geht also um das Thema Hate Speech in deinem Thriller. Also sprich, diffamierende und bösartige Kommentare im Internet. Wie bist du darauf gekommen, sowas in einem Thriller zu verarbeiten? Ja, das habe ich wahrscheinlich schon häufiger gesagt, immer wenn ich hier bin und meinen neuen Krimi vorstelle, dass ich eigentlich gar kein großer Krimi-Fan bin, also selten Krimis lese. Also der klassische Krimi als solcher ist nicht unbedingt mein Fall. Ich möchte schon irgendwelche gesellschaftlich relevanten Themen mitverarbeiten. Das war zum Beispiel bei dem Roman Belarus-Deal war es das Darknet und hier ist es halt Hate Speech, also diese Hassreden im Internet. Das ist ein Punkt, auf den ich auf alle Fälle auch gerne eingehe und ich denke, das ist auch ein zeitgemäßes Thema, was verarbeitet werden darf und muss. Mhm. Die Regierung hat ja auch schon Maßnahmen gegen diese Hate Speech im Internet ins Leben gerufen. Und wie ist deine Meinung dazu? Sind die Maßnahmen ausreichend oder eher nicht? Ja, es ist tatsächlich einiges geschehen, aber das Problem ist halt, dass die ganzen Maßnahmen nicht bundesweit nicht vereinheitlicht sind. Jedes Bundesland fährt da seine eigene Linie. Bei den einen kann man das anzeigen, bei den anderen besteht zum Beispiel in Thüringen noch gar nicht die Möglichkeit, solche Anzeigen kundig zu machen. Dann gibt es die Möglichkeit, es relativ einfach übers Internet dann weiterzugeben. Die Ausbildung der Beamten ist sehr unterschiedlich. Also es ist schon schwierig. Es wird jetzt forciert auf alle Fälle. Da wird wiederum das Problem kommen, dass es nicht allzu viele oder dass es dann wahrscheinlich an Manpower fehlen wird. Ja, und es gibt dann auch solche Fälle, wie zum Beispiel jetzt ganz aktuell der Tod der Ärztin Lisa Marie Kellermeier, das ist eine Österreicherin, die zum Beispiel dann die Polizei eingeschaltet hat. Sie wurde dann teilweise die österreichische Polizei hat sie dann auch gesagt, sie würde sich in den Vordergrund spielen wollen. Da gibt es einen Hacker namens, beziehungsweise einen Hate-Speecher namens Klaas, der hat angedroht, die Wände der Ordination würde er mit der Gehirnmasse der Mitarbeiterin, also der Arzthelferin, beschmieren. Die Polizei hat dann, die dann eingeschaltet wurde, war nicht in der Lage, den Klarnamen von Klaas rauszubekommen. Eine deutsche Hackerin hat das binnen weniger Stunden geschafft. Also das zeigt schon, wie das also wirklich auch von der Technik her die Leute noch nicht dafür eingerichtet sind, da wirklich was zu unternehmen. Ne?
Und ja, wie, was dann auch teilweise von Seiten der Polizei und auch den Behörden da dargestellt wurde, sie würde sich in die Öffentlichkeit drängen, um ihr Fortkommen zu fördern. Sie musste ihre Praxis da mit 100.000 Euro, musste sie sicher machen mit Security und so weiter. Hat alles nicht funktioniert, die Mitarbeiterinnen sind ihr weggelaufen und sie hat sich dann also tatsächlich kürzlich, hat sie sich selbst getötet und ganz schrecklich sowas. Und dann sieht man halt auch, dass die Unterstützung der Behörden noch fehlt. Ne? Da muss was ganz anderes passieren. Und natürlich müssen die Strafen wesentlich drakonischer sein. Apropos Strafe, der Hate-Speaker, was hat er jetzt zu erwarten oder wie sieht's da aus? Der Klaas, ja, ach so, ja, zum Klaas, ja, das ist gut, dass du mich fragst, tatsächlich. Das ist eine ganz entscheidende Sache. Also, die Frau ist ja Österreicherin, ne? Der Klaas ist ein Deutscher. Und ich habe es jetzt einfach mal vor aus einem Artikel. Da er einer Ladung zu einer Befragung keine Folge leistete, sahen auch die deutschen Behörden keinen weiteren Handlungsbedarf. Ja, das ist wirklich, das ist aus einem Artikel der Taz vom 31.07. Kann man ja gerne mal sich im Internet raussuchen. Tod der Ärztin Lisa Marie Kellermeier. Das ist schon wirklich, ja, skandalös. Ja, ich sollte mal was gegen Olaf Scholz ins Internet schreiben. Da stehen 10 Minuten später 20 Mann vor meiner Tür. Aber bei sowas kriegt sie natürlich wieder nichts. Das ist mal wieder typisch. Ja, aber gut. Deine Pia, die ist ja, oder die hat ja so ein bisschen Probleme, sagen wir mal. Genau, die Pia, das ist die Protagonistin, hat tatsächlich Probleme, frisch im Polizeidienst. Und das schleppt sie schon mit sich herum. Und das darf auch keiner erfahren, natürlich. Sie leidet unter einer Zwangsstörung. So, und welche Zwangsstörung das ist, das erfahren Sie jetzt im zweiten Lesungsteil. Vorweg möchte ich mich noch bei Martina Niebeling bedanken, die in diesem und im letzten Lesungsteil die Pia eingesprochen hat. Transe. Quatsch, Trude. Emma Wallmann macht einen langen Hals und schaut in Richtung der halb geöffneten Toilettentür. Die Gestalt im roten Tüllkleid verschwand im Herrenklo. Transe, ich hab's doch gesagt. Siegesbewusst reckte sie drei Finger in die Luft. 3-0 für mich. Mensch, Pia, haben Sie dir denn gar nichts beigebracht auf der Polizeischule? Beim Lehrgang ging es um Gewaltverbrechen. Ich war nicht bei der Sitte. Hier geht es um Menschenkenntnis. Und überhaupt, was haben denn Transen mit der Sitte zu tun? Kindchen, die Zeiten sind schon lange vorbei. Heutzutage kann jeder rumlaufen, wie er will. Ein Hoch auf unsere liberale Gesellschaft. Ich sag nur, lieber bi als nie. Schon wieder so eine Anspielung. Pia Beck verzog das Gesicht zu einem angestrengten Grinsen. Dabei wollte sie mit der Kollegin nur den gelungenen Abschluss ihrer Sonderausbildung feiern. Klar, sie hatte gerade eine gescheiterte Beziehung hinter sich und wollte in absehbarer Zeit von Kerlen nichts mehr wissen. Das hatte sie Emma auch mehr als einmal gesagt. Aber so weit wollte sie nun doch nicht gehen. Na, Kleines? Emma tätschelte Pias Hand. Einer geht doch noch rein, oder? Pia nickte. Wie war das doch gleich mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz? Nein, das war hier eindeutig Freizeit. Sie hatte auch selbst Schuld. Wieso war sie auch allein mit ihr ausgegangen und dann noch in so einen Schuppen? Eine Frau, die in dem Alter Herrenschuhe trug, das hätte Pia zu denken geben müssen. Wie würde sie auf eine Abweisung reagieren? Immerhin war sie in der neuen Abteilung ihre Vorgesetzte und Emma eilte der Ruf voraus, nicht gerade einfach zu sein. Hier bitte, 2 Bier. Serviert von der Wirtin persönlich. Beide nahmen ihr Glas in die Hand und stießen an. Wieder dieser tiefe Blick in die Augen. Pia musste das beenden und zwar so schnell wie möglich. Emmas Trinkspruch, Scheiß auf die Männer, ignorierte sie, studierte stattdessen die extravagante Einrichtung in der Monika-Bar. Die lange Theke in rotes Licht getaucht, dann auf Barhockern sitzend 5 aufgedonnerte Ladies wie Hühner auf der Stange. Die waren bestimmt nicht als Mädchen zur Welt gekommen, schienen aber harmlos.
Sie ließen Pia in Ruhe, im Gegensatz zu Emma. Aber sie standen ja auch auf Männer. Ein altes Schwarz-Weiß-Foto an der Wand. Links der Star-Club, daneben die Monika-Bar und jede Menge Leute mit Beatnik-Frisuren. Die Kneipe musste also mindestens ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel haben. Pia nahm sich vor, das zu googeln, sobald sie zu Hause war. Apropos, sie schaute auf die Uhr. Kurz nach 12:30. Noch früh für den Kiez, aber spät genug für eine frisch gebackene Oberkommissarin, die morgen den Dienst in ihrem neuen Dezernat antrat. Zudem nervte Emma mit ihrer Anmache. Pia stürzte das Bier hinunter. Emma, ich denke, ich muss los. Morgen will ich ausgeruht zur Arbeit erscheinen, wenn das überhaupt noch möglich ist. Teilen wir uns ein Taxi oder bleibst du noch? Na, hör mal. Eine steile Falte zeichnete sich auf Emmas Stirn ab. Du lädst mich ein, um deinen Abschluss und die Beförderung zur Oberkommissarin zu feiern und jetzt willst du mich hier einfach sitzen lassen? Pia zuckte zusammen. Nun zeigte sich Emma von ihrer anderen Seite. Es war ein Fehler gewesen, mit ihr auszugehen. Wäre ihr zukünftiger Chef ein Mann gewesen, hätte sie das auch nie gemacht. Aber bei einer Frau? Pia stand wortlos auf und ging zur Theke. Sie spürte Emmas Blick, der über ihren Körper glitt. Ein unangenehmes Gefühl. Eigentlich hatte sie nichts dagegen, wenn ihr andere hinterher sahen. Und sie hatte auch nichts gegen Schwule und Lesben. Wenn aber ein Vorgesetzter auf einen stand, das konnte böse ausgehen. Ich zahle alles vom Tisch da hinten. Pia zog einen 50er und wedelte damit vor den Augen der Wirtin. Die 5 Grazien an der Theke musterten sie eingehend. Pia kannte diese Blicke, eine Mischung aus Neid und Anerkennung. Denkst du, ich kann mir bei dem Trubel alles merken, Schätzchen? Sag mir lieber, was ihr getrunken habt. Die Wirtin geschäftig und ohne aufzuschauen, während sie 2 Whisky-Cola einschenkte. Bier? Erwiderte Pia, unsicher in Erwartung der Frage, die unweigerlich folgen musste. Sie spürte, wie ihr Puls beschleunigte. Genervt stellte die Wirtin die Gläser ab, schaute Pia nun direkt in die Augen. Bier also. Na, das ist ja schon mal ein Anfang. Wenn du mir jetzt noch verrätst, wie viele es waren, kommen wir beide ins Geschäft. Also ich hatte... Bleib ganz ruhig, bevor es wieder passiert. Ich hatte 4. Und meine Kollegin auch. Aha. 4 und 4, das macht nach Adam Riese also... Vergessen Sie es, der Rest ist Trinkgeld. Sprach's, knallte den 50 auf die Theke und ging. Und dann ihre künftige Chefin gewandt. Kommst du, Emma? Ich zahle das Taxi. Aus den Augenwinkeln sah Pia, wie Emma ihren Kram zusammenraffte und aufstand. Ohne auf sie zu warten, öffnete Pia die Tür. Eine frische Brise Novemberluft kühlte sie ab. Das tat gut. Hey, Frau Oberkommissar, was ist denn in dich gefahren? Was war das eben an der Theke? Was soll gewesen sein? Schnippisch. Ich habe es eilig, will endlich nach Hause. Sagte ich das nicht bereits? Die Wirtin hat dich angestarrt, als seist du von einem anderen Stern. Ich kenne sie ganz gut. Normalerweise bringt die nichts aus der Ruhe. Ich habe ihr für alles zusammen einen 50er gegeben. Das war's auch schon. Sag mal, spinnst du? 50 Euro für die paar Bier? Pia atmete tief durch. Der übliche Schweißausbruch war ausgeblieben, vermutlich wegen des frostigen Lüftchens. Jetzt musste sie nur noch dieses Gespräch halbwegs überzeugend zu Ende bringen, dann ab nach Hause und ins Bett. Ich dachte, es wäre ziemlich teuer hier auf dem Kiez. Aber nicht bei Monika. Für einen 50er hätten wir noch mal so viel trinken können. Pia nickte. Wo waren bloß die verdammten Taxen? Vielleicht wollte ich ja, dass sie mich in guter Erinnerung behält. Emma lachte. Na, das ist dir aber gründlich misslungen. Sie hakte sich unter. So waren sie auch hierher gekommen, nachdem sie Pia das neue Dezernat gezeigt und sie sich in eine Bar verabredet hatten. Da ahnte Pia allerdings noch nicht, wie sehr sich ihre neue Chefin für sie interessiert.
Aber mal im Ernst, du sahst aus, als hättest du dich in der Bar nicht wohlgefühlt. Du bist doch nicht etwa ein bisschen homophob? Eigentlich nicht, dachte Pia. Zumindest nicht bis heute. Sie schüttelte energisch den Kopf. Na, dann ist ja gut, meinte Emma, wieder bestens gelaunt. Also, zu wem fahren wir jetzt? Zu dir oder zu mir? Nahm das denn gar kein Ende? Es war an der Zeit, endlich Klartext zu reden. Hallo, Schickers, was geht? Die beiden Typen waren Pia bereits aufgefallen. Sie hatten sich einige Meter vor ihnen aufgebaut und machten keine Anstalten, aus dem Weg zu gehen. Eigentlich schien sie harmlos in ihren obligaten Kapuzenpullis. Abgehärmt, torkelnder Gang, vor Kälte zitternd. Wahrscheinlich zwei Junkies, keiner Mühe wert. Allerdings hatte sich bei Pia in den letzten Minuten so viel Wut aufgestaut, dass ihr die beiden gerade recht kamen. Ich habe gefragt, was geht, Schickers? Du mir erstmal aus dem Weg, Kleiner. Emma zog an Pias Arm, flüsterte ihr zu, keinen Stress zu machen. Hast du gehört, wie die Schicker mit mir redet? Raunte der Kleinere seinem Freund zu. Aber pass auf, in einer Stunde wird sie schnurren wie ein Kätzchen. Er legte die Hand um Pias Hüfte und grinste seinen Freund an. Finger weg, du Penner! Zischte Pia angeekelt und wandte sich aus seinem Griff. Erstens, sehe ich etwa aus wie eine Schicker? Sie zeigte auf ihr langes, blondes Haar. Und zweitens, wenn du dich nicht gleich verziehst, setze ich mich auf dein kleines, fieses Gesicht, bis dir die Luft wegbleibt. Ja, das könnte dir so passen, was? Er streckte seine Zunge raus und ließ sie kreisen. Dann grinste er breit. Nun sah er nicht mehr so harmlos aus. Sein Freund sagte noch immer nichts. Emma mischte sich ein. Wir sind von der Kriminalpolizei, wenn Sie nicht sofort... Niemand hörte ihr zu. Und selbst wenn, so wie sich Pia aufführte, konnten die beiden das nur für einen schlechten Witz halten. Kein deutscher Polizist würde solch einen Ton anschlagen und schon gar keine Polizistin. Pia, bitte, flehte Emma, sichtlich nervös. Mit zittrigen Fingern zog sie ihr iPhone aus der Tasche. Der Kurze riss es ihr aus der Hand. Ja, bitte, Lady, wir zwei verstehen uns. Gib es ihr sofort zurück. Und wenn nicht, gilt noch unsere Verabredung? Wieder zuckte seine Zunge. Ich sag's dir, was gilt. Der kurze Schlag auf seinen Solarplexus war für Pia wie eine Befreiung. Sie wusste, wo es wehtat und ab wann es gefährlich werden konnte. Diesmal sollte es nur wehtun. Dass dir fürs Erste die Luft wegbleibt, das gilt. Der Kleine ging in die Knie und schnappte nach Luft wie ein Ertrinkender. Nur kam da nichts. Emmas Handy geht aus seiner Hand. Es knallte auf dem Boden, begleitet von einem lauten Knacken. Pia, verdammt, das kannst du doch nicht machen. Und ob ich das kann, das war eindeutig Notwehr. Ihr seid Bullen? Der große Schweiger konnte also doch reden. Er beugte sich runter zu seinem Kumpel. Oh, nehmt sie nicht übel, ne? War nur ein Spaß. Wollte euch nur ein bisschen anmachen, ne? Okay, einverstanden. Und jetzt kommt ihr beide ein bisschen mit aufs Revier, ne? Erwiderte Pia ohne jeden Humor. Nee, Alter, kannst nicht machen. Er ist auf Bewährung. Also Schwamm drüber, ne? Nix Schwamm drüber. Ihr seid beide festgenommen. Also hoch mit ihm und Hände an die Wand. Er schüttelte den Kopf. Ja, aber wieso denn ich? Ich hab doch gar nichts gemacht. Von mir aus nehmt ihn mit. Aber mich lasst ihr jetzt gehen, ne? Er richtete sich auf und wollte los. Nichts da, du bleibst schön hier. Pia hielt ihn an der Jacke fest. Emma, hast du schon angerufen? Ja, wieder mit dem Schrotthaufen. Sie zeigte auf ihr iPhone. Oder das, was noch von ihm übrig geblieben war. Nimm meins. Mit der linken streckte Pia Emma ihr Handy entgegen. Mit der rechten hielt sie immer noch den langen fest. Oh Mann, Alter, was willst du denn überhaupt von mir? Er zog und zerrte an das Geräusch von reißendem Stoff. Pia hatte seine Jackentasche in der Hand. Kleingeld klimperte aufs Pflaster. Wie gebannt starrte sie auf die Münzen.
50, 70, 90, 1,40. Ja, siehst du, was du getan hast? Meine Jacke, die ganze Kohle. Hey, verdammt, redst du noch mit mir? 2,90, 2,95, 2. Schnapp dir die Tasche von der anderen und dann ab. Zwischen war der Kleine wieder auf dem Bein. Ohne Zögern gehorchte der andere und riss Emma die Handtasche aus der Hand. Sie wehrte sich und er stieß sie zu Boden. Beim Fallen schlug sie mit dem Hinterkopf auf den Bordstein. Pia bekam von all dem nichts mit. 4,27, 4,77, fertig. Als sie aufschaute, hatte ein Passant bereits die Polizei gerufen. Während ihre Chefin, immer noch bewusstlos, in einen Krankenwagen gehoben wurde, überlegte sie sich, wie sie das morgen ihrem Kollegen erklären sollte. Oha, das ist ja wirklich ein Problem für eine Polizeibeamtin. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, deine Protagonistin unter Arithmomamie leiden zu lassen? Ja, ich finde, seitdem ich den Film Beautiful Mind gesehen habe, da geht es ja um den Mathematiker John Forbes Nash Jr., ich denke, den Film hat so ziemlich jeder gesehen, finde ich das wirklich faszinierend. Diese Zwangsstörung und ich dachte mir, ist ja eine schöne Sache, beziehungsweise ist ja ganz interessant, wenn man seiner Hauptfigur so ein Problem in den Weg stellt. Und hatte mir natürlich auch bei der Gelegenheit gedacht, welche Zwangsstörung könnte denn eventuell sogar hilfreich sein, ganz zum Schluss, was einen normalerweise immer behindert, tatsächlich aus einem Dilemma rauszukommen. Das verrate ich jetzt natürlich nicht, aber Jens Nick, der hat das Buch gelesen, der kann das bestätigen, dass ihr das dann tatsächlich auch hilft. Und fand ich ganz interessant, das mit einzuflechten. Ja. Du beschreibst ja vieles aus dem Polizeialltag, die Recherche und die Arbeit der Polizisten. Inwieweit hast du da recherchiert, was so die Arbeit der Polizei angeht? Naja gut, tatsächlich habe ich einiges recherchiert. Ich habe auch zum Beispiel beim Kommissariat angerufen, wie das ist, wenn dann ein Polizisten von einem Dezernat bzw. von einem Bundesland ins andere kommen, und habe mit den Lektoren da wiederum, die also viel Krimis lektorieren, dann auch nochmal das eine und andere durchdiskutiert. Klar, man hat ja nur auch ein bisschen, man sieht ja auch ein paar Krimis, wobei das natürlich teilweise nicht ganz der Realität entspricht. Aber was letztendlich für meine Story entscheidend war, da habe ich schon noch mal ein bisschen nachgeschaut und tatsächlich auch bei dem einen oder anderen Dezernat mal angerufen und mir das bestätigen lassen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ungewöhnlich für ein Buch von dir, keine Ego-Perspektive. Aber gut, wer es liest, wird merken, dass es in diesem Fall gar nicht funktioniert hätte. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Du hast das gemeinsame Merkmal bei den Opfern erwähnt. Willst du es uns nennen? Ja, da möchte ich auch gerne wieder auf den dritten Lesungsteil hinweisen. Im ersten Teil klang es schon mal an, vielleicht nicht gar nicht so wahrgenommen. Jetzt, wenn man das halt im zweiten Teil auch nochmal zu hören bekommt, sollte klar sein, welches dieses gemeinsame Merkmal ist. Hashtag Sozialstaatsschmarotzer. 9 10, 11, 12. 12 Schritte nach vorn, 12 Schritte zur Seite. 12 mal 12 im Quadrat. Wieso tat er sich das noch an? Warum ging er immer wieder sein Gefängnis ab? Er sollte lieber seine Kraft sparen, durchhalten, bis ihn jemand aufspürte. Christian Hunold hielt den Bund seiner Hose zusammen. Sie wäre ihm sonst heruntergerutscht. Er wollte ja schon seit Längerem abnehmen. Aber so? Keiner wird mich vermissen. Und bestimmt auch nicht hier finden. Wozu also noch Kraft sparen? Es ist aus. Zeit aufzugeben. Hören Sie, ich mache Ihr Scheißspiel nicht mehr mit. Keine Antwort, wie immer. Er wurde hier unten allein gelassen, zum Sterben. Ohne den Korb, der neben ihm stand, als er auf den kalten Fliesen aufgewacht war, hätte er vermutet, im Suff in ein tiefes Loch gefallen zu sein.
Wie viele Tage? War wohl schon vergangen, seit er seine Stammkneipe in hannoverschen List verlassen hatte. 8? Oder doch schon 9 oder sogar 10? Er konnte aus seiner Grube heraus zwar keine Fenster sehen, aber sehr wohl das Tageslicht, das die Hallendecke erhellte. Bloß wie häufig im Wechsel mit der Nacht, das wusste er nicht mehr. Der Mangel an so ziemlich allem, was der Mensch brauchte, zerrte an seiner Konzentration. Aber es spielte keine Rolle mehr. Er würde hier unten sterben, auf eine ganz langsame, armselige Art und Weise. Sagen Sie wenigstens warum! Nichts. In einer Ecke neben dem Korb Erbrochenes, daneben Kot und Urin von der Zeit, als er noch was zum Ausscheiden im Bauch hatte. Inzwischen war es hart geworden und stank zumindest nicht mehr so, wie noch in den ersten Tagen. Im Korb selbst schimmeliges Brot und ein großer Kanister mit abgestandenem Wasser. Vom Essen hat er nichts angerührt. Zu offensichtlich, dass es ungenießbar war. Beim Wasser jedoch siegte der Durst irgendwann über die Vernunft. Er hatte sich danach die Seele aus dem Leib gekotzt. Trotzdem trank er in den folgenden Tagen weiter. Irgendwann behielt er es im Magen. Ohne das Wasser hätte es ihn schon lange erwischt. Er schaute hinauf, zum millionsten Mal, seit er hier unten festsaß. Im Dämmerlicht der anbrechenden Nacht sah er den Turm und die Sprungbretter über sich, so weit entfernt wie der gottverdammte Mond. Gegenüber vom Turm war an der Wand der Grube eine Leiter montiert. Sie begann erst mehrere Meter über ihm und war damit ebenso unerreichbar wie die Bretter oder der obere Rand seines Gefängnisses. Es ging auf den Winter zu. Warum zum Teufel war dieses verdammte Hallenbad nicht in Betrieb? Jetzt, wo die Freibäder alle geschlossen hatten. Herrgott! Gott hat hiermit nichts zu tun. Eine Stimme. Irgendwie verzerrt, künstlich klingt, aber immerhin eine Stimme. Und sie kommunizierte mit ihm. Gab es doch noch Hoffnung? Er musste ein Gespräch in Gang bringen. Vielleicht ließ sein Entführer mit sich reden. Hunold versucht es mit dem Nächstliegenden. Warum? Warum halten Sie mich hier gefangen? Was habe ich Ihnen getan? Keine Antwort. Was zum Teufel sollte er sonst noch sagen, damit er mit ihm sprach? Aber natürlich. Hören Sie, ich habe Geld. Nicht wirklich viel, aber das würde ihm nicht auf die Nase binden. Sein Peiniger fuhr fort, ohne auf das Angebot einzugehen. Diesen Kriegsflüchtlingen und anderen Schmarotzer geht es doch eigentlich gut in ihrem Land. Klar leben sie nicht im Luxus, und das kann ja nicht unsere Aufgabe sein. Die zu uns kommen, sehen alle gut genährt aus. Also kann das Gerede von Hungersnöten in den Krisengebieten doch nur gelogen sein. Hunold hatte das auf seiner Seite gepostet und dann auch noch bei Facebook und Twitter eingestellt. Vor den Wahlen sollte er klare Kante zeigen. Dazu hatten ihm Parteifreunde geraten. Aber das war doch noch lange kein Grund. Hey, lassen Sie uns drüber reden, ja? Statt einer Antwort wurde ihm wieder der Post vorgelesen. Wenn ich Ihre Gefühle verletzt haben sollte, dann tut es mir leid, aber... Alle 3 Sekunden verhungert ein Mensch. Aber... Über 9 Millionen im Jahr. Hören Sie! Jeder 3. Hungertote ist ein Kind unter 5 Jahren. Okay, das war vielleicht ein Fehler, was ich da geschrieben habe. Vielleicht! Es war ein Fehler, ganz sicher. Sagen Sie mir, wie ich es wieder gut machen kann, und ich tu's. Geschrieben ist geschrieben. Das lässt sich nicht rückgängig machen. Schon gar nicht im Internet. Dann werde ich spenden. Viel spenden. An die Welthungerhilfe, Mysterio. Keine Ahnung, was immer Sie wollen. Hunold musste husten. Die staubige Luft, die Aufregung, der Gaumen schien ihm im Mund festzukleben. Das reicht aber nicht.
Du musst auch Buße tun. Um Gottes Willen, ja, es tut mir wirklich alles entsetzlich leid. Schauen Sie mich doch an. Als Sie mich hier runterbrachten, da habe ich das hier alles noch bestens ausgefüllt. Er zog und zerrte an seinem Hosenbund, zeigte, wie viel er inzwischen abgenommen hatte. Wenn einer gelernt hat, was es heißt zu hungern, dann ich. Das reicht noch nicht. Was erwarten Sie denn von mir? Etwas flog über den Grubenrand und schlug krachend neben ihm auf den Boden. Eine Kachel sprang in tausend Teile. Beinahe hätte ihn das Ding erschlagen. Der da oben machte keine Witze. Es kümmerte ihn nicht, ob er hier unten drauf ging oder nicht. Tue Buße. Hunold starrte auf den Bolzenschneider zu seinen Füßen. Sein Herz hämmerte wie wild. Er wollte sich nicht ausmalen, was er damit tun sollte. Hast du schon mal von den Yakuza gehört? Hunold nickte nur, sagte aber kein Wort. Warum noch reden? Es führte doch zu nichts. Was auch immer er mit diesem Ding tun sollte, er würde es nicht fertig bringen. Die Yakuza ist die japanische Mafia. Wenn eines der Mitglieder bei seinem Boss in Ungnade gefallen ist, muss er sich einen Finger abschneiden, um die Ehre wiederzuerlangen. Ich werde mir bestimmt keinen Finger abschneiden. Davon kann auch keine Rede sein. Ach ja? Und was sollte das dann? Es geht hier nicht um deine Ehre. Wir verhandeln um dein Leben. Das sollte dir schon 5 Finger wert sein. Hunold fasste sich an die Brust. Nicht jetzt, nicht hier. Das wäre nicht sein erster Infarkt, aber garantiert sein letzter. Das kannst du dir abschminken. Ein verzweifelter Versuch, das Unvermeidliche abzuwenden. Okay, deine Entscheidung. Wir sehen uns in einer Woche. Bin gespannt, was dann noch von dir übrig ist. Ich zähle bis 10. Wie geht's dann weiter? Lassen Sie mich hier unten verbluten? Sobald du deinen Job erledigt hast, rufe ich einen Krankenwagen. Die holen dich raus. Mit ein bisschen Glück bekommst du sogar noch ein paar Finger wieder angenäht. Die Stimme. Sie sagt ihm nichts. Das Megafon veränderte sie, machte ein Wiederkennen unmöglich. Aber wenn die durchgeknallte Furie da oben die Stimme verstellte, wollte sie unerkannt bleiben, dann würde sie ihn doch wieder freilassen, oder? Lieber Gott, bitte, lass es so sein. Vielleicht ging es ja doch nur um Geld. Hunold wurde mutiger. Sparen wir uns doch den ganzen Quatsch und sagen Sie mir, was Sie wirklich wollen. Ich will, dass du dir die Finger abschneidest. Nein. Aber... Nichts aber. Mach oder ich bin weg. Ich habe Geld. Hast du vorhin schon gesagt. Interessiert mich immer noch nicht. Die meint es wirklich ernst. Ach. Ich kann doch unmöglich... 7. Vielleicht 1. Aber dann klapp ich doch weg. 6. Jetzt nimm das Ding doch mal in die Hand vielleicht. 5. 4. Hunold legte den Bolzenschneider hochkant auf den Boden, steckte den kleinen Finger der linken Hand zwischen die Schneiden. 3. Das Herz schlug ihm bis zum Hals, trommelte wie wild, raste. 2. Dann tu's halt, damit das endlich ein Ende hat. Vielleicht gibt's ja nach einem Finger Ruhe. Na, wird's bald? Nur den Hebel drücken. Dafür braucht es ja noch nicht mal viel Kraft. Dann jammere ihr die Ohren voll. Vielleicht bekommt sie ja doch noch Mitleid. Bestimmt will sie nur dein Geld. Sonst hätte sie sich nicht maskiert. Wenn das da oben überhaupt eine sie ist. Keine Ahnung. Scheißegal. 1. Hunolds Brustkorb wie in einer Schraubzwinge. Das verdammte Herz. Egal, drück schon. Wenn Blut fließt, zeigt das den Druck. Quatsch. Keine Ahnung, drück einfach.
Ja, weil dieser Lesungsteil doch schon etwas heftiger war und ich nicht dem einen oder anderen den Samstagnachmittagsschlaf verderben möchte, gleich im Anschluss eine amüsante Episode, von denen es durchaus einigen im Buch gibt. Gerade wenn der Rechtsmediziner an Bord ist, mit Pia zusammen. Und kurz zur Erläuterung, Pia und Rudolf, ja eigentlich in Hamburg wohnhaft, sind letztendlich in Hannover jetzt gelandet, leben in einem Hotel, richten es sich etwas ein. Pia möchte nicht nur aus der Minibar leben, deswegen fährt sie nach Dienstschluss noch zu einem Supermarkt ganz in der Nähe des Hotels und dort trifft sie auf Dr. Rudolf. An der Stirnseite der Drogerieabteilung wurde sie fündig. Das Haushaltswarensortiment war zwar überschaubar, aber dennoch für ihre Zwecke ausreichend. Messer und Schneidebrett waren schnell gefunden, nur eine Kühlbox gab es nicht. Pia nahm stattdessen zwei Kühlakkus und Thermotaschen von den Tiefkühltruhen. Ihr Zimmer hatte eine winzige Minibar mit Frostfach. Damit könnte sie sich fürs Erste behelfen. An der frischen Theke holte sie sich noch einen Salat, Quark, Joghurt und Käse, ging damit zur Kasse. Dort stand Rudolf. Beinahe hätte sie alles fallen gelassen. In seinem fein maßgeschneiderten Zwirn passte er eher in die Matineevorstellung der Staatsoper als spätabends in einen Supermarkt. Er hatte ihr den Rücken zugewandt, in der Hand drei Packungen mit satt belegten Sandwiches, dazu eine Flasche Wein mit Schraubverschluss. Das sah fast wie ein Drei-Sterne-Dinner aus. Pia musste schmunzeln. Vor Rudolf stand eine junge Frau an der Kasse und lud ihren Einkauf aufs Band. Der ganze Wagen war voll. Pia konnte förmlich spüren, wie es in Rudolf brodelte. Geduld war nicht seine Stärke. Das hatte sie mittlerweile herausgefunden. Sie stellte sich etwas abseits und beobachtete ihn. Ob er wohl darum bitten würde, mit seinen paar Sachen vorgelassen zu werden? Eigentlich konnte sie sich das nicht vorstellen. Er bat nicht um etwas, er nahm es sich einfach. Rudolf zog sein Handy aus der Jackentasche. Einen Augenblick darauf klingelte es. Irgendetwas war hier falsch. Klar, die Reihenfolge, erst klingeln, dann Handy in die Hand nehmen, wäre korrekt gewesen. Pia war gespannt, was nun folgen würde. »Ja, Mäuschen«, sagte Rudolf lauter als nötig, »Papi kommt gleich. Ich bin gerade im Supermarkt und muss noch bezahlen.« »Ja, ich weiß, du hast Angst, wenn du alleine zu Hause bist, aber Mami musste zum Opa, weil es dem nicht so gut ging.« »Bitte, Kleine, jetzt nicht weinen. Da ist nur noch eine Frau vor mir dran und dann komme ich auch schon.« Die Kundin drehte sich zu Rudolf um und lächelte ihn an. »Och, bezahlen Sie ruhig zuerst«, sagte sie zu ihm. »Scheint sich ja um einen Notfall zu handeln.« Er bedankte sich freundlich und legte sein Zeug direkt vor die Kassiererin. Pia schüttelte den Kopf. Sie wusste nicht, ob sie seine Dreistigkeit witzig oder einfach nur unverschämt finden sollte. Schließlich entschied sie sich für Letzteres und handelte entsprechend. »Hallo, Herr Doktor«, rief sie über die junge Frau hinweg. »Ich wusste gar nicht, dass Sie noch eine so kleine Tochter haben.« »Das war eben die Jüngste. Sie ist gerade mal 8.« »Na, dann müssen Sie aber schnell fahren. Nach Hamburg ist es ja noch ein gutes Stück.« Rudolfs schiefes Grinsen wirkte bemüht, während er umständlich seinen Einkauf einsammelte. »Ja, dann mache ich mich auch gleich mal auf den Weg. Hab ja ein schnelles Auto.« »Ohne Führerschein?« Die Kundin hinter Rudolf hatte mittlerweile im Gesicht deutlich an Farbe zugelegt und stemmte wütend die Hände in die Hüfte. Sie! Danke, stimmt so. Rudolf winkte ab, als die Kassiererin das Rückgeld zusammensuchte. Treuepunkte? Er schüttelte den Kopf. Dann vielleicht die Dame hinter mir? Arschloch! Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, verließ Rudolf den Laden. Durch die sich schließende Tür warf er Pia einen Blick zu. Er grinste. »Dieser Unverschämte!« Dann musste sie lächeln. Irgendwie hatte diese spitzbübische Frechheit ja auch etwas Erfrischendes. Besonders bei einem Mann in seinem Alter. Und ob sie wollte oder nicht, irgendwie fand sie das auch anziehend. So, jetzt wollen wir aber natürlich alle auch wissen,
Wie geht es weiter mit der Story? Das werde ich hier garantiert nicht verraten. Dafür gibt's ja nur das Buch. Nur so viel, nichts ist so, wie es scheint. Also ich denke, es gibt so ein, zwei Wendungen, die durchaus nicht vom Leser gleich so erkannt werden bzw. vermutet werden. Und ja, jeden, der es liest, wünsche ich viel Spaß, das alles zu entdecken. Also ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, es lohnt sich. Ich musste dann auch bis 2 Uhr nachts weiterlesen, weil ich dann wissen wollte, wie es ausgeht. Ja. Ich glaube, Page-Turner sagt man heutzutage dazu. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Das ist meine Meinung, aber überzeugen Sie sich bitte selbst. Ja, und Peter, zum Abschluss noch, was kommt als nächstes von dir? Also was ich jetzt tatsächlich konkret plane, da kann ich noch nichts zu sagen. Konkret sagen kann ich etwas zu dem Buch Hashtag. Und zwar erscheint es am 5.9. im Maximum Verlag. Kostet 15 Euro als gebundene Variante und 6,99 als E-Book. Sollte dann auch überall erhältlich sein, im Internet natürlich sowieso, aber auch in den Buchhandlungen, denke ich mal. Es gibt auch eine Premierenlesung, die findet hier in Hildesheim statt. Und zwar in der Ameis-Buchhandlung in der Andreas-Passage am 21.9. um 19.30 Uhr. Jawohl, dann sage ich zum Abschluss vielen Dank, Peter, und wir sind gespannt, was für ein Thema du in deinem nächsten Buch verarbeiten wirst. Ja, ich bin auch gespannt. Vielen Dank. Das war es für heute mit High Noon von und mit den Hildesheimlichen Autoren. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Mein Name ist Jens Volling. Ich war redaktionell verantwortlich für den Inhalt dieser Sendung. Wir hören uns wieder nächsten Monat, am dritten Samstag um 12 Uhr mittags. Bis dann.